Jo Leute und willkommen mal wieder zu einem neuen Video von mir. Und zwar kam ja die letzten Tage leider nichts, tut mir leid. Und ich habe jetzt auch gerade eigentlich mit was anderem noch aufnehmen wollen, aber das ist ständig abgeschmiert. So ein bisschen wie Mass Effect, nur noch öfters. Und zwar möchte ich hier noch ein kurzes Zwischen-Let's Play machen, weil ich gerade ja mit meinem Mass Effect jetzt so gut wie durch bin. Und gerade auch was persönlich hier habe, was auch mit YouTube ein bisschen zu tun hat, weshalb auch nichts gekommen ist die letzten Tage, weshalb ich eben noch kein neues Let's Play jetzt gestartet habe. Dazu werde ich aber auf jeden Fall noch einen Commentary machen, weil es euch auch ein bisschen betreffen wird und ihr auf jeden Fall eine kleine Änderung auf dem Kanal bringen wird. Und ja, ich möchte jetzt euch mal die App, oh, jetzt habe ich gar nicht gesehen, wie sie heißt, Terrain. Okay, ja, war jetzt ein bisschen unprofessionell. Ja, also die App heißt Terrain. Ich weiß gar nicht, wie viel sie kosten. Auf jeden Fall ist es ein Minecraft-Klon und ich wollte die mal mit euch zusammen anspielen. Wieso steht hier zwar Minecraft? Ja, das kann man gar nicht anklicken. Oder? Hm, hab jetzt mal hier ein bisschen rumgedrückt. Attempt 1. Let's go. This is way now. Tap to jump. Wollt ihr mich verarschen? Ich will hier einen Minecraft-Klon spielen. Wenn das jetzt das Spiel ist. Wo geht's zum Menü, Leute? Ich werde jetzt mal hier noch ein bisschen weiter spielen. Aber wenn die uns wirklich so verarscht haben, dann wird das eigentlich kacke. Aber macht auch ein bisschen Spaß. Und ich ein Profi. Oh, ich hab das Spiel ja übel drauf. Was da auch mal gab, war ist so eine Counter-Strike-Verarsche. Aber ich glaube, da kam ziemlich schnell der Apple-Support. Weil das Spiel war im Bild eben Counter-Strike, aber eigentlich bloß so ein stehender Shooter. Also wirklich volle Verarschen, wenn das jetzt was ähnliches ist. Ist gar nicht so einfach. So, jetzt so. Boah, ich König. Ui. Gibt's hier nichts was wie Pause? Hallo? Was soll man tun? Oh. Ich schließe jetzt mal die App und öffne sie neu. Also das wäre wirklich kacke, da kann ich mal gerade kurz iTunes nebenher am PC öffnen und schauen, was das Spiel für eine Bewertung hat. Ah, habe ich mich wahrscheinlich vollkommen verarschen lassen. Also hier iTunes Store. Die wollen uns wirklich verarschen. Also ich werde das wahrscheinlich trotzdem hochladen, um euch einfach mal zu zeigen, was es für Arschlöcher gibt. Hier, drückt Jump, ey, drückt die selber. Weil ich habe das Spiel bloß im App-Tracker gesehen. Wenn es nicht schon längst rausgeschmeißen worden ist. Jetzt leck mich mal. Ich sehe es hier gerade gar nicht. Terrain heißt es. Bin hier gerade am PC ein bisschen suchen. App Store. Tut mir wirklich leid, weil ich dachte jetzt dir einfach mal hier ein gutes Spiel zum Anspielen, weil da kann ich euch mal die Screenshots vielleicht am Ende anhängen. Ja, da hänge ich euch die Screenshots am Ende mal an. Bin hier gerade mal schwer am Suchen. Terrain. View on iTunes. Ja, starte.
nicht im deutschen Store erhältlich. Also ich kann es euch mal hier im Insta-Lust zeigen. Ja, dann zeige ich euch eben einfach da die Bilder. Ah, warte, ich muss Internet anmachen. Wi-Fi. Damit ihr auch ein bisschen was zu sehen habt. Also das Spiel heißt Craft Build Terrain. Und sieht so aus. Also man kann schon gut als Verarsche ansehen. Weil das ist einfach das normale Minecraft. In einer alten Version. Und dann, ja, doch alte Version. Und dann eben ein paar Buttons eingesetzt, mit die A und B heißen. Also das sieht man schon mal, dass eine Verarsche eigentlich ist. Weil, wie soll man nur mit A und B ein Inventar öffnen oder so? Ja, okay. Ist eine Verarsche. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ein bisschen mehr erwartet davon. 3D World Building Exploration. Craft Build Terrain. Custom Structures to Your Own Design. Build Your Own Shelters, Houses, Vehicles, Fortress. Forge Tools to Let You Mine Deeper into the Terrain. Build More Impressive Enhanced Structures. Block Force. Fight Monsters. Day-Night Cycle. Randomly Generated Worlds. An Infinity Amount of Terrain Crafting Platforming Fun. World Saving Loading. Continue where you left off. Game Multiplayer. Online Play. Ja, okay, pure Verarsche. Also, absolute Nicht-Kaufempfehlung. Ja, kann man es hier im deutschen Store gar nicht mehr kaufen. Dachte ich mir schon. Weil entweder ist's Minecraft und wird rausgenommen, oder es ist eben eine Verarsche und wird auch rausgenommen. Naja, ich hoffe, euch hat dieses kurze Video trotzdem gefallen. Wie lange nehmen wir den jetzt schon auf? Ja, 10 Minuten. Tut mir echt leid, dass ich euch nicht mehr zum Bieten habe. Als dieses wunderbare Spiel nicht. Naja, kann ich leider nichts ändern. Vielleicht werde ich noch was anderes finden. Ah, das hier war ja mal absoluter Trash. Also, nicht runterladen ist wie einfach Kacke. 18,9 Megabyte für so ein paar Pixel, wo da rumspringen. Das Spiel ist so gut. Ich werde es noch 100 Stunden lang spielen, wette ich mit euch. Oh, Alter. So süchtig machend einfach nur. Now try this. Double Trouble. Oh. Ich springe und springe. Und springe. Mind the Gap. Triple Jump. Wo ist das schwer? Wo macht das Spaß? Oh. Ich fühle mich echt schlecht, weil ich verloren habe. Oh, Glück gehabt. Ich hab's geschafft. Getting hard. Getting scheiße, Junge. Komm jetzt. Immerhin überhaupt was. Ah, das erinnert mich wirklich an das Counter-Strike, das es damals gab. Da habe ich mir das auch gleich natürlich runtergeladen. Hat irgendwie 2 Euro gekostet. Und davor nicht in die Beschreibung geschaut. Und da stand eben drin, waren eben lauter Leute, die sich wirklich verarscht vorkamen. Counter-Strike von iPad wäre schon ziemlich cool. Aber war eben nichts. Und das Spiel kotzt mich echt an, weil es einfach nur scheiße ist. Sonst kriegt man ja kostenlos im App Store und dann wollen die dafür 1,99 $. Ja. Super. Naja. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video doch gefallen. Ich werde das jetzt beenden. Schau mal, ob ich irgendwas anderes finde, das ich jetzt noch ein bisschen aufnehmen kann. Und bis zum nächsten Mal. Euer The Slim Fuel. Ciao, son.